empfangen Funksprüche in einem seltsamen Kurs. Es gibt keinen Ort, der zum Flucht heißt. Du verkriechst dich in ihrem System, willst nichts mehr sehen, hältst deine Augen geschlossen, hast keinen Bock mehr zu hoffen. Die Enttäuschung sitzt so tief und sie haben dir eingebläut, dass sie nichts mehr dran ändern können, so sehr sie es auch wollen. Deine Eigeninitiative haben sie unter Kontrolle. Und was die Masse braucht, ist wichtig, du spielst nur eine Rolle. In dem großen Konstrukt, du vergisst, wer du bist. Anfangs hast du die Freiheit deiner Kindheit noch vermisst. Doch jetzt hast du unbewusst diese Art des Denkens verdrängt und redest dir ein, dass du erst jetzt vernünftig denkst. Das System ist ein Freund und will schließlich nur dein Bestes. Wenn du wie in der Steinzeit leben müsstest, wärst du längst verreckt, man. Fuck it, deine Art der Jagd ist jetzt auf einem anderen Level. Und die neue Art des Überlebens gab dir schließlich neue Ketten. Du bist nicht zu retten, wenn du dich der Hirnwäsche untergibst. Du unterliegst, wenn du glaubst, die Kritik wäre unverdient. Jetzt suchst du Zuflucht, doch du findest sie nicht in der aussterbenden Zukunft. Sie frieren Gehirne ein und legen sie auf Eis, solange bis niemand mehr irgendetwas darüber weiß. Die Zukunft bietet dir keine Zuflucht. Wenn du nicht aufwachst, ist nur der Tod ihre Berufung. Die Zukunft ohne Zuflucht. Ich weiß, es scheint, als hätte der technische Fortschritt alles erleichtert und jedes menschliche Leben von Grund auf bereichert. Doch vielleicht war das Dasein damals einfach nur anders. Der Mensch war eins mit der Natur und hat sie verstanden, denn er kann das. Vielleicht gab es gar keinen Anlass, übermäßige Züchtung zu verrichten und Kriege zu beginnen, um Konflikte zu schlichten. Der Mensch war schon immer egoistisch, der picht auf Fortschritt. Doch das Ende muss erreicht sein, wenn er handelt, als wenn er Gott ist. Jetzt suchst du die Zuflucht im menschlich aufgestellten Glauben, um dich an etwas zu klammern und in etwas zu vertrauen. Doch all diese Regeln sind von Trotteln wie dir selbst gemacht. Und bevor du mitmarschierst, wär's besser, hättest du es selbst durchdacht. Doch die Fernsehstationen haben dich schon längst verblendet. Sie spielen mit deiner Beeinflussbarkeit und mit deinen Ängsten. Du verfängst dich in dem unsichtbaren Netz ihrer Intrigen und lässt dich ganz einfach ohne Widerstand verbiegen. Jetzt suchst du Zuflucht. Doch du findest sie nicht in der aussterbenden Zukunft. Sie frieren Gehirne ein und legen sie auf Eis, solange bis niemand mehr irgendetwas darüber weiß. Die Zukunft bietet dir keine Zuflucht. Wenn du nicht aufwachst, ist nur der Tod ihre Berufung. Die Zukunft ohne Zuflucht. Ich habe sie wie Nahrungsmittel eingefroren. So halten sie sich länger. Du frierst sie ein. Aus. Ja, wie den Fisch und das Plankton. Erst waren es nur ein paar, aber dann kamen immer mehr. Ich hatte viel Arbeit mit ihnen. Und jetzt werde ich euch einfrieren, meine Kinder. Glaubt, ich habe dieses barbarische System durchschaut. Dieses perfide System ermordet jeden Tag Menschen. Wir müssen zurück, um die Menschen zu warnen, um sie aufzurütteln. Verstehst du? Ich kann hier nicht leben. Es stimmt! Er hat die Wahrheit gesagt! Er sagt die Wahrheit! Ihr seid überwältigt, nicht wahr? Ihr seht so erschreckt aus. Gefällt euch meine Stimme nicht? Das ist vielleicht ein hübsch bekloppter Vogel. Wie aus einem anderen Ertrag. Ich habe alles für dich getan. Warum hast du auf sie gehört? Jetzt muss ich dich auslöschen. Bringt ihn zum Schweigen. Freunde, es geht um euer Leben. Glaubt mir, euer Leben ist nicht zu Ende. Niemand muss sterben. Antwort nicht akzeptierbar. Diese Antwort ist nicht programmiert. Diese Antwort ist nicht programmiert. Diese Antwort ist nicht programmiert. Diese Antwort ist nicht programmiert.